Einige von euch wünschen sich das schon seit Ewigkeiten, dass wir mal etwas ausführlicher über die Fluggesellschaft Germania sprechen. Haben wir nie so richtig gemacht. Aber jetzt ist höchstwahrscheinlich der richtige Zeitpunkt dafür, denn wenn wir noch länger warten, dann gibt es den Laden wahrscheinlich gar nicht mehr und wir haben gar nichts mehr, worüber wir uns unterhalten können. Nein, mal Spaß beiseite. Also ich denke mal, das haben alle mitbekommen, dass es bei der deutschen Fluggesellschaft Germania in den letzten Monaten nicht so lief, wie man sich das von einer erfolgreichen Fluggesellschaft erhofft. Die Airline steckt in großen finanziellen Schwierigkeiten und das ist eine Situation, die uns im vergangenen Jahr, im Jahr 2018, vor allem in der europäischen Luftfahrt, auch in der deutschen Luftfahrt, durchaus schon das ein oder andere Mal präsentiert wurde. Nichtsdestotrotz sollte man den Fall der Germania, wenn er sich jetzt überhaupt so weiterentwickelt, auf gar keinen Fall einfach so als die nächste Pleite-Airline abstempeln, sondern es gibt hierzulande gute Gründe für den einzelnen Kunden, warum diese Fluggesellschaft eben nicht von der Bildfläche verschwinden sollte. Aber gut, ich versuche euch jetzt erstmal die wichtigsten und interessantesten Informationen zur aktuellen Lage der Germania zusammenzusammeln. Wir gucken uns die Fluggesellschaft mal etwas genauer an. Heute machen wir das auch wirklich mal. Und dann schauen wir uns mal an, wie man diesen Fall jetzt vielleicht mit der Air Berlin vergleichen kann, was es für Parallelen gibt und was man aus der Air Berlin Insolvenz gelernt haben sollte, um das, was hier bei der Germania vielleicht demnächst noch passieren könnte, um das für den einzelnen Passagier, für den Mitarbeiter und für die ganze Öffentlichkeit deutlich besser über die Bühne zu bringen, als man es bei der Air Berlin geschafft hatte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Fluggesellschaft Germania wurde unter ihrem heutigen Namen Germania im Jahr 1986 gegründet. Das ist schon eine ganze Weile her. Und auch für dieses Video, auch für dieses Thema lohnt es sich durchaus, mal so ein bisschen auf die Geschichte der Germania zu gucken. Denn wenn man die versucht, in einem recht überschaubaren Rahmen zusammenzufassen, dann sieht das schon richtig ordentlich nach Chaos aus. Unterschiedliche Flugzeugtypen, hier mal ein bisschen Linienfluggesellschaft, dann doch lieber Charterfluggesellschaft. Mal fliegt man ein bisschen für den einen, mal ein bisschen für den anderen, dann übernimmt man große Teile einer Fluggesellschaft und dann kam es in der Geschichte der Germania zu der äußerst interessanten Situation, dass man mit der eigenen Flotte, mit seinen eigenen Flugzeugen gar keinen Flug mehr unter dem eigenen Namen durchgeführt hatte und gar keine Flüge mehr unter dem Namen Germania überhaupt angeboten wurden. Aber gut, das schauen wir uns gleich alles ein bisschen genauer an. Wir starten erst einmal im Jahr 1987, denn da bekam die deutsche Fluggesellschaft Germania die erste von 13 bestellten Boeing 737-300. Man begann dann recht schnell große, langfristige Leasingverträge mit der größten deutschen Fluggesellschaft, also mit der Lufthansa, abzuschließen, sodass die von Germania dann eingesetzten Boeing 737 innerdeutsch für die Lufthansa unterwegs sein konnten. Die weiteren 12 Maschinen, die man dann in den nächsten Monaten und Jahren bekommen hatte, setzte man im Chartergeschäft ein, für verschiedene Reiseveranstalter oder auch für andere Ferienfluggesellschaften, zum Beispiel für Condor. Und das funktionierte dann tatsächlich auch ziemlich gut. 12 neue Boeing 737 vom Typ 737-100, also aus der neueren Generation, kaufte man dann im Jahr 1995. Die erste davon, die kamen alle frisch aus dem Boeing-Werk aus Seattle, die erste davon wurde dann im Jahr 1998 bei Germania in Dienst gestellt. Und mit jedem Flugzeug, das dann dazu kam, eins nach dem anderen, wurde für einen neuen Kunden in die Luft geschickt, immer für andere Fluggesellschaften. Und ja, es hat tatsächlich dann noch bis zum Jahr 2001 gedauert, bis Germania dann ihren ersten Linienflug aus Berlin heraus angeboten hat. Das war eine Verbindung zwischen Frankfurt und Berlin-Tegel. Da war die Fluggesellschaft dann auch zu Hause. Tja, und dann expandierte man in den nächsten Jahren mit 19 Fokker 100 und die Fluggesellschaft probierte sich als Low-Cost-Airline unter dem Namen Germania Express. Dann wurde es wieder etwas uninteressanter bzw. einfach etwas ruhiger um die Germania. Interessant für uns zumindest wird es dann wieder im Jahr 2011, denn da kam im Rahmen der Flottenmodernisierung der Germania, die Fokker hatte man mittlerweile wieder sukzessive abgegeben, der erste von 8 neu bestellten Airbus A319 zur Fluggesellschaft. Und wenig später kam dann auch der Airbus A321. Man hatte von da an also neue Airbusse sowie auch die Boeing 737-700, die zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wirklich alt war in der Flotte, und Germania wurde, und so haben sie die meisten wahrscheinlich auch heute im Kopf, eine Ferienfluggesellschaft. Im November 2013 kam dann der erste Airbus A321 zu Germania und der flog nur für den Reiseveranstalter Altours und bekam dann auch eine komplette Altours-Bemalung. Den Flieger habt ihr bestimmt schon mal irgendwo an den deutschen Flughäfen bzw. auf irgendwelchen Bildern gesehen. So verdiente man also in den nächsten Jahren sein Geld im Chartergeschäft.
Geschäft. Und Germania war schon immer dafür bekannt, dass sie hier und da sich immer mal Routen abgegriffen haben, die gerade frei geworden sind und dann durchaus auch mal ein paar interessante und nicht so häufig angeflogene Ziele anbieten konnten, die andere Fluggesellschaften schon lange gar nicht mehr im Programm hatten oder gar nicht erst irgendwann mal angefangen haben damit. Also Germania hatte immer sehr aufregende, interessante Strecken zu interessanten Urlaubszielen. Und dann hat man sich wahrscheinlich ähnlich doll wie auch die Fluggesellschaft Air Berlin, zu diesem Zeitpunkt noch zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands, für die, die schon vergessen haben, hat man sich wahrscheinlich ähnlich doll auf den Betrieb am neuen Hauptstadtflughafen in Berlin-Brandenburg gefreut. Ja, heute sollte bekannt sein, dass das eine geht so gute Investition war. Man hat da wahnsinnig viel Geld investiert, wenn nicht sogar eine richtig schlechte Investition. Und danach konnte man langsam aber sicher so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Germania hier und da einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Einfach mal guckt, was eventuell funktionieren könnte und womit man vielleicht ein bisschen Geld verdienen kann. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon mal etwas von einer Schweizer Tochtergesellschaft der Germania gehört oder von der Gambia Bird. Die gibt es heutzutage nicht mehr, aber dafür hat man mittlerweile eine Tochtergesellschaft in Bulgarien. Klingt alles vielleicht so ein bisschen chaotisch, aber gut, wieso denn auch nicht? Für den deutschen klassischen Pauschalurlauber dürfte das aber auch gar nicht so interessant sein. Der kennt seine Germania als entspannte, nette kleine Fluggesellschaft, die eben zum Glück auch von Flughäfen wie Münster, Osnabrück, Rostock, Lage, Nürnberg oder Erfurt, ja, mit denen kann man von dort aus auch in den Urlaub fliegen und erspart sich somit vielleicht längere Fahrten zu größeren Flughäfen. Und mal ganz im Ernst, ich höre wirklich extrem selten etwas Schlechtes über die Germania. Auch durch euch in den Kommentaren, ihr schreibt ja gerne mal über eure Flugerfahrungen mit den jeweiligen Fluggesellschaften und bei Germania sind die meisten von euch wirklich zufrieden. Man hört sehr selten etwas Schlechtes über die Flugbegleiter oder über die Piloten, sehr selten etwas Schlechtes über den Service an Bord. Und wie gesagt, viele schätzen diese Möglichkeit, günstig in den Urlaub fliegen zu können, durch die Angebote von Germania an Flughäfen wie zum Beispiel Münster, Osnabrück, Nürnberg oder von wo aus auch immer sehr, weil sie dann eben nicht bis zum nächstgrößeren Flughafen, zum Beispiel Frankfurt oder wohin auch immer, fahren müssen. Nur rund um das Jahr 2014, zumindest ist das das, was mir gerade einfällt, rückte man sich mit einigen schlechten Schlagzeilen in kein gutes Licht. Denn da ging es vor allem um Gehälter für Piloten bzw. generell für das fliegende Personal der Germania und es ging um Themen wie zum Beispiel Pay-to-Fly, wo es ganz grob gesagt erst einmal darum geht, dass Nachwuchspiloten Geld dafür bezahlen, dass sie Flugzeug fliegen dürfen bei der entsprechenden Fluggesellschaft. Und das ist wirklich nicht so, wie es sein soll, nur damit diese Leute an ihre Flugstunden rankommen. Aber wie gesagt, das ist auch das Einzige, was mir an Negativschlagzeilen, an großen Negativschlagzeilen zur Germania einfällt. Aber man war zu der Zeit auch extrem motiviert. Gerade auch im Jahr 2014, da hieß es noch, man könne sich bald schon eine Flottengröße von mehr als 40 Flugzeugen bei der Germania vorstellen. Und das bestätigte dann ja auch die Bestellung von 25 Airbus A320neo zusammen mit 15 weiteren Optionen für das Flugzeug im Jahr 2016. Gleichzeitig gab es immer mal wieder Statements der Germania-Führung, in denen es hieß, dass man durch die schlanken Strukturen im Unternehmen dort Geld verdienen kann, wo andere Geld verlieren. Und Germania war da wie gesagt sehr motiviert, hat eine abgegebene Lufthansa oder Air Berlin Verbindung nach der nächsten für sich übernommen. Und wie gesagt, genau das brachte die Germania dann ja auch zu einem ziemlich interessanten Streckennetz mit einigen klassischen Destinationen, mit einigen klassischen Urlaubszielen natürlich, aber auch mit Flugzielen, die einfach überhaupt niemand anderes im Programm hatte. Und ganz wichtig, auch Germania gehörte im Jahr 2018 zu den Fluggesellschaften, die ganz klar und ganz massiv vom Air Berlin Verschwinden, von der Air Berlin Pleite profitieren und dadurch wachsen wollten. Auch die wollten ihren Teil vom Kuchen abhaben und das geht immer mal gerne in den ganzen Berichterstattungen über das Thema, wo es meist nur um die Lufthansa-Gruppe geht, unter. Und genauso wie zum Beispiel auch die Condor im Jahr 2018 massiv gewachsen ist, hat auch die Germania mal ebenso schnell ihr Interesse an 12 Maschinen aus dem Air Berlin Bestand klargemacht und mal ebenso eine Kapazitätssteigerung von ganzen 39% hingelegt. Heute wissen wir, oder selbstverständlich hat das auch schon der ein oder andere vor dem Jahr 2018 vorhergesagt oder prophezeit, beziehungsweise hat das vom Jahr 2018 erwartet, dass das alles mit diesem Riesenwachstum nicht ganz so einfach war, nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Und das Jahr 2018 war gerade für die deutschen Fluggesellschaften und für jede Fluggesellschaft, die etwas vom Air Berlin Kuchen abhaben wollte, je nachdem wie viel, umso schwerwiegender wurde das Ganze. Das Jahr 2018 war für keine dieser Fluggesellschaften einfach. Es gab große Veränderungen, es gab riesige Verspätungen, allein riesige Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der ehemaligen Air Berlin Flugzeuge. Und das sorgte für einige Probleme, für massig Stress und für hunderte verärgerte Passagiere. Und jetzt meldet sich Germania Ende 2018 bzw. Anfang 2019 zu Wort und spricht von einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf.
Das ist einfach nur die schlaue Bezeichnung von verdammt, wir brauchen Geld. Dazu sagt man im selben Atemzug, dass man auch einen Verkauf der Fluggesellschaft prüft. Und das wird wiederum dann sehr interessant. Unternehmen wie Germania müssen immer so finanzielle Eckdaten öffentlich machen. Das könnt ihr alle auch völlig ohne Probleme online im Bundesanzeiger mal durchschauen oder euch mal da so ein bisschen durchklicken. Das ist eigentlich ganz interessant. Und das ist auch alles wirklich kein Geheimnis, nur weil es da um das Thema Geld geht. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Für uns sind an dieser Stelle allerdings nur die dort veröffentlichten Jahresabschlüsse aus dem Jahr 2015 bzw. 2016 interessant. Das sind die Zahlen, an die wir ohne Probleme rankommen. Und dort erkennt man, dass Germania als Fluggesellschaft in diesen beiden genannten Jahren jeweils einen siebenstelligen Verlust eingeflogen hat. Das haben auch andere Fluggesellschaften geschafft. Ja, und das heißt auch nicht gleich, dass eine Fluggesellschaft von der Bildfläche unbedingt verschwinden sollte oder muss. Aber Germania ist aus dieser Situation scheinbar nicht rausgekommen. Mit anderen Worten, die Fluggesellschaft verdient einfach kein Geld. Und genau an dieser Stelle fangen die Parallelen zur Air Berlin-Pleite ja auch schon an. Kunden, die jetzt eventuell mit dem Gedanken gespielt hatten, sich ein Germania-Flugticket zuzulegen, die werden sich das jetzt gerade nach dieser großen Berichterstattung dreimal überlegen, ob sie ihren hart erarbeiteten Jahresurlaub wirklich durch ein Germania-Flugticket in Gefahr bringen möchten. Air Berlin hatte es ja Ende 2017 vorgemacht. Den Leuten wurde immer wieder erzählt, dass sie hier Flugtickets aus einem stabilen Flugbetrieb kaufen, dass sie auf jeden Fall auch mit einem Flugzeug fliegen werden, wenn sie ein Flugticket haben. Aber da haben viele Leute auf eine richtig ekelhafte Art und Weise mehrere tausend Euro in den Sand gesetzt, weil sie einfach Flugtickets gekauft haben, die sie nie in ein Flugzeug gebracht haben. Mögliche Investoren für die Fluggesellschaft Germania dürfte das ebenfalls ganz gut auf Abstand halten und damit scheint sich die Fluggesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt in einer Lage zu finden, in der sie auf Schwankungen am Markt, und die gibt es in der Luftfahrt nun mal durchaus etwas häufiger, in einer Lage, in der sie auf Schwankungen am Markt, zum Beispiel auf Variablen wie einen Spritpreis, einen steigenden Spritpreis, nicht vernünftig reagieren bzw. den nicht vernünftig auffangen kann. Und dann sieht das schnell mal ziemlich doof aus. Mehrere Optionen zur weiteren Finanzierung der Fluggesellschaft prüfen, das schließt, wie gesagt, auch einen Verkauf der Fluggesellschaft nicht aus. Und dann wird es wirklich interessant, denn das könnte tatsächlich bedeuten, dass wir mit Germania jetzt die nächste große deutsche Fluggesellschaft haben, die definitiv vor dem Ausstehen könnte. Denn wenn wir an dieser Stelle jetzt mal ganz ernsthaft versuchen, uns die Frage zu stellen, ob man am deutschen Luftfahrtmarkt eine Germania braucht, dann müssen wir nicht lange überlegen und können diese Frage definitiv mit Nein beantworten. Denn die Strecken, die die Fluggesellschaft anbietet, auf die Art und Weise, wie sie anbietet, das kann eine Eurowings oder wer auch immer auf jeden Fall ersetzen. Ob man das möchte, ist eine andere Frage. Aber das tut auch hier nichts zur Sache. Das Einzige, was hier zum aktuellen Zeitpunkt, ist zumindest das Einzige, was mir gerade einfällt, eventuell einer möglichen Übernahme im Weg stehen könnte, sind die Wettbewerbsbehörden und die Tatsache, dass die Bevölkerung, also die Öffentlichkeit, sowieso gerade durch die Air Berlin-Pleite nicht mehr allzu gut auf die gerne übernehmende Lufthansa Group zu sprechen war oder ist. Und wenn man jetzt nur mal annimmt, dass die Lufthansa Group, und das heißt ganz wichtig, auf gar keinen Fall, dass ich wüsste, dass die Lufthansa Group hier an irgendetwas ähnlichem Interesse hat, wenn man jetzt nur mal annimmt, dass die Lufthansa und die Wettbewerbsbehörden hätten nichts dagegen, sich jetzt einfach mal eben so die Germania wegfischt, dann würde das wahrscheinlich erst einmal niemanden wundern, aber es würde für wahnsinnig viel Diskussion sorgen. Gerade das Wort Monopolstellung, das war da schon beim Air Berlin-Thema sehr beliebt und das würde jetzt wahrscheinlich nochmal richtig hochkochen. Fakt ist aber, und da müssen wir uns auf gar keinen Fall drüber streiten, dass die gut 30 Flugzeuge, die sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Flotte der Germania befinden, dass die auch wahnsinnig gut irgendwo anders unterkommen würden. Und wenn man schon so weit gedacht hat, dann muss man sich auch ernsthaft die Frage stellen, ob man überhaupt erwarten kann, dass die Fluggesellschaft den Sommer 2019 überhaupt mitmacht. Und das ist eine Frage, die ich liebend gerne einfach so an euch weitergeben möchte. Und wer weiß, ob das in naher Zukunft überhaupt so weit kommen wird, aber wenn man die Germania verkauft und damit der Name Germania auch höchstwahrscheinlich vom deutschen Luftfahrtmarkt verschwinden wird, dann sollte man das Ganze vielleicht etwas transparenter, auch für die Mitarbeiter fairer über die Bühne bringen, als man es bei der Air Berlin hinbekommen hat. Die Fehler sollte man vielleicht nicht unbedingt noch einmal machen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich, wie gesagt, bei diesem Thema sehr auf eure Kommentare. Bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.